Go, Digga. Komm schon, Baby. Oh mein Gott, das ist der beste Skin ever. Ich mache als erstes auf die Sticker-Kapseln. Das sind 17 Stück. Da wollen wir den Crone-Sticker haben. Der ist aktuell um die 900 Euro wert. Wir haben von den Sticker-Kapseln schon einige gezogen, die noch nie bekommen. Alles andere in der Kiste ist nichts wert. Der Sticker ist vielleicht, keine Ahnung, 40 Euro wert oder so. Das Einzige, was daraus geil ist, ist der Sticker hier. Und der ist auch ein bisschen was wert. 1300 Euro. Crone, Crone, Crone. Bitte, einmal im Leben Crone. Es kann doch nicht so schwer sein, diesen Sticker da rauszubekommen, Digga. Einmal gönnen. Gönn ihn mir jetzt. Jetzt, jetzt. Das Erniedrigende ist so mäßig. Nichts von den anderen Stickern hat einen Wert. Bumm. Crone, Crone, Crone. Bitte, bitte, bitte. Oh, Digga. Crone, Crone, Crone. Mh. Da war er. Er hat sich einmal blicken lassen. Bitte, pink, pink, pink. Digga. So ein richtiger Drachenlord-Sticker. Metal, Leute. Crone, Crone, Crone. Diese scheiß Bash-Sticker. Die Dinger sind so absolut todeshässlich, Digga. Chancenlos. Ich weiß gar nicht, wie ist die Chance, den hier draus zu ziehen? Crone, Crone, Crone. Gönn ihn mir doch einfach mal. Bisch, basch, bosch. Diese Scheiß-Sticker f***en so ab. Zeig ihn mir doch mal wenigstens. Da war Pink, Digga. Und das falsche Pink auch noch. Welcome to the Clutch, Vater. Also diese Kapseln brauche ich, also hole ich mir auch nicht mehr. Ach du! Und so, jetzt back to back Pink, Crone. Boom! Crone, Crone, Crone. Komm. Bisch, basch, busch, bisch. Ja, unterm Strich, absoluter Müll. Unterm Strich, richtige Rotze auf der F***. Okay, ich würde sagen, Digga, oh mein Gott, wie viele Hydra-Cases wir haben. Als nächstes machen wir die Hydra-Case auf. Eine Kiste kostet 20 Euro. 1420 Euro sind die Kisten, wenn man nicht alles täuscht. Die AWP haben wir schon gezogen. Würde ich trotzdem All Day, All Night nehmen. Und was diese Kiste so besonders macht und so teuer macht, mit 21 Euro bei Steam, ist, dass du hier die Möglichkeit hast, die teuersten Handschuhe zu ziehen, die es gibt. Und zwar die Pandoras Box. Die Pandoras Box Handschuhe. Diese Handschuhe kosten Factory New, lass mich jetzt lügen, Factory New 50.000, 60.000 Dollar. Vielleicht sogar mehr. Um die 50.000, 60.000 Dollar. Ich erkläre euch auch, warum allgemein Handschuhe so teuer sind in Factory Neu. Weil der Float Cap begrenzt, reduziert ist. Ich würde sagen, dann fangen wir an mit den Hydra Cases. Wir wollen hier rausziehen Gold, Rot, Pink. Das ist das Einzige, was uns zufriedenstellt. Bumm! Gold, 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 Gold. Okay, blau. Gold, Gold, Gold. Gold, Gold, Gold. Okay, schon mal lila ist okay, für Trade-Ups immer gut. Gold, Gold, Gold. Oder pink oder rot, aber Gold wäre so geil. Oh, ich gucke. Ich habe das Augen zugemacht. Oh mein Gott, wie schnell haben wir bitte Gold bekommen? Oh, bitte sei was Gutes, nicht so eine Arschritzen, Digga. Bitte keine Arschritzen, Gold. Oh, oh mein Gott! Bitte der Zustand gut! Bitte Minimal Wear! Bitte Minimal Wear! Bitte Minimal Wear! Aber die sehen schlechter aus! Bitte guter Zustand! Oh mein Gott, das sind... Oh mein Gott, die sind so gut! Aber der Zustand ist entscheidend! Bitte der Zustand gut! Ich gehe raus, ich kann noch nicht gucken! Oh mein Gott, ich hab die schon! Ich hab die schon! Viel testet, okay gut! Viel testet! Clap in den Chat! Wow! Sehr... Super! Super! Super, super, super! Ich hab die schon in Minimal Wear! Digga, ja! Wie schnell Gold gekommen ist, Digga. So geil. Die sind in Field Tested. Ah, sieht man jetzt hier nicht. Aber die müssten so um die 2.500 Euro sein. Ich muss mal kurz gucken, wie der Float ist. Okay, der Float ist jetzt nicht berauschend gut. So 2.500 bis 3.000. 3.000 bei Skinport, ja. Wie schnell Gold gekommen ist, ne? Okay, also das ist ein super Anfang von diesem riesen Case-Opening heute. Das dritte Hydra-Set. Wow, geil, Digga. Amazing. Back-to-back. Überlegt euch mal, im Hydra-Set Back-to-Back Gold. Wow. Ich sag euch ehrlich, es ist nochmal ein richtig geiles Extra-Gefühl, Digga, wenn man die Augen zumacht, wenn man Gold bekommen hat, Digga. Back-to-Back. 3, 2, 1. Boom! Back-to-Back. Pandora-Fabrik neu. Pandora-Fabrik neu. Back-to-Back Gold. Einmal im Leben. 100... Ah, Digga, scheiße. Jetzt ist natürlich Gold zu fordern relativ schwer. Rot, Pink. Eins von beiden. Rot oder Pink. Rot. Oh mein Gott, du...
Ich will mich nicht beschweren, aber jetzt, Digga, jetzt mache ich so viele Hydra-Kisten auf und weiß, theoretisch gesehen kommt eigentlich kein Gold mehr, Digga. Gold, Pink, Rot. Gold, Pink, Rot. Gold, Pink, Rot. Schade. Minimal Wear, okay. Ne, die war viel testet, sorry. Komm schon, Baby. Ja, okay, die AK tag ich auch. Die ist viel testet. Ich habe das Gefühl, die Hydra-Cases spucken werden uns jetzt eher anspucken, nachdem wir so schnell Gold gezogen haben. Gönn Pink. Oh, ey, so viel Blau, Mando. Oh mein Gott, wie viel Farbe da durchrutscht. Digga, wir haben jetzt 17 Kisten hintereinander ohne Farbe, nur Blau. Factory New, okay. Lila, wowie, wowie, wowie. Rot oder Gold? Jetzt sage ich, Rot oder Gold? Rot, wie die Farbe der Liebe. Gold. Oh, Pink, okay, take ich. Zustand ist, ja, Factory New. Gut für Trade-Ups auf jeden Fall. Und jetzt nochmal Gold oder Rot. Oh, da war die AWP. Rot oder Gold, komm. Du Bitch. Okay, das waren 40 Kisten, Digga. A 20 Euro. Ja, ein paar haben wir noch, so ist nicht. Egal, was hier noch passiert bei den Kisten, wir sind auf jeden Fall im Plus durch die Handschuhe, die wir gezogen haben. Aber ich sag euch ehrlich, nochmal Rot oder Gold würde ich schon fühlen, Digga. Pink, Rot, Gold. Okay, ja, ist doch auch okay. Eine Kiste kostet 20 Euro, da kann man... Oh, Pink, gut. Da kann man nicht immer skippen, Digi. Da will man auch mal ein bisschen die Show genießen. Skippen fühle ich nicht bei so ganz teuren Packs. Ab und an mal, aber muss nicht sein. Pink, okay, gut, gut, okay. Zustand ist viel testet. Beide viel testet, aber egal. Zweimal Pink in kurzer Zeit, das schmeckt. Jetzt nochmal Gold. Wie erkennt man viel testet? Kann ich dir gleich zeigen. Oh, ist das Schnee? Oh, mein Gott. Nein, das darf nicht sein. Minimal Wear, Stat Track, Digga. Stat Track. Rot ist viermal seltener als Gold. Das Spiel will mir jetzt so mäßig sagen, ey Digi, du hast gerade was gezogen, was viermal seltener ist als Gold. Schöne Waffe nichtsdestotrotz. 150 Euro, ja, kann sein, das ist ungefähr so. Kenn mich nicht so aus, was da so schlimm da dran. Wenn du eine rote Waffe ziehst in Stat-Track. Stat-Track ist das hier, was die Kills zählt. Und je nachdem, wie viele Kills du mit deiner Waffe insgesamt in der gesamten Spielzeit machst, werden die hier addiert. Eine rote Waffe zu ziehen, ist nicht so selten. Eine rote Waffe mit Stat-Track ist viermal seltener als Gold. Und Gold ist in den meisten Fällen aber teurer als Rot. Wenn jetzt Last Pack Magic kein Gold kommt, gehe ich offstream. Oh Bruder, ich bin so schlecht. Schick die Leute auf dein Reaction, auf den anderen Nein. Kanal. Schick die ja nicht zu mir. Nein. Doch Marcel, bitte tu mir das nicht an. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Danke für die ganze Liebe heute. Bleibt gesund und munter.